Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß. Und diesmal ist Tim Oberdorf bei mir und da freue ich mich sehr drauf. Ja, ich freue mich auch, danke. Wir haben ein paar Überraschungen für dich. Es ist eine Premiere in unserem Podcast, okay. Aber dazu kommen wir später. Wir fangen an mit einem Geständnis und zwar von mir. Ah, okay. Und zwar muss ich dir sagen, als du 2020 die Vorbereitung bei der ersten mitmachen durftest, habe ich gedacht, auch nett, wieder so ein Talent, was dabei sein darf. Aber ich jetzt als Fortuna-Kommentator werde wahrscheinlich nicht so oft in den Genuss kommen, deinen Namen in den Mund nehmen zu müssen. Da hast du mich Lügen gestraft, muss ich sagen. Ja. Ist das so ein bisschen typisch, dass du die Leute mit deinen Leistungen dann überraschst? Boah, gute Frage. Ist für mich schwer zu bewerten, weil ich mich ja nicht von außen sehe. Ich habe diesen abstrakten Blick ja da nicht. Freut mich natürlich, dass ich dich da korrigieren konnte. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, ja auch häufiger mal so, dass in der Vorbereitung dann Jungs von der U23 oder von der U19 dabei sind. Da muss man ja sagen, dass es in der Regel ja auch nicht der Fall ist, dass man da dann dabei bleibt. Das war ja wahrscheinlich bei mir auch nicht von Anfang an so der Plan, sondern wir haben gesagt, wir gucken mal von Woche zu Woche. Es stand ja auch ein bisschen noch im Raum, dass da, was die Transfers angeht, ein bisschen was passiert, sodass man nie genau wusste, okay, klingt jetzt hart, aber wie lange brauchen wir den denn noch? Nee, und dann freut es mich natürlich auch, dass man dann irgendwie durch die Leistung so überzeugen konnte, dass man dann dabei bleiben konnte. Hast du das auch selber dann so gesehen, einfach von Tag zu Tag das Ding einfach genießen, erstmal da dabei sein zu können? Ja, das war so, das war die Ausgangslage für mich. Ich habe gesagt, es ist eine richtig geile Sache, dass ich hierbei bin. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. So viele Trainingseinheiten, so viele Eindrücke, auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch vom Drumherum, so viel mitnehmen wie geht. Alles abspeichern und kann man bestimmt nochmal später darauf zurückgreifen. Und dass es dann immer länger wurde und irgendwann darauf hinauslief, dass man dann dauerhaft hier ist, war natürlich super, aber war auch da noch nicht so der erste Gedanke. Bist du denn von dieser Entwicklung selber so ein bisschen überrascht worden dann? Ja, keine Ahnung, ich tue mich schwer zu sagen überrascht, weil ich mir gar keine Gedanken dazu gemacht habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist das Ziel und jetzt bin ich überrascht, dass das geklappt hat, sondern es war einfach so, okay, ich mache das, was ich mache, weil ich da Bock drauf habe und versuche das auch immer so gut, wie ich kann zu machen. Ja, und habe gar nicht so drüber nachgedacht, okay, was kommt jetzt, was mache ich als nächstes. Ich bin hier aus Sprockhövel nach Düsseldorf gekommen, in die U23 und habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das war für mich ein richtig geiles Ding, weil der Wechsel Oberliga und Regionalliga für mich mit dem ganzen Drumherum, mit Zuschauern in Münster und in Oberhausen oder in Essen, für mich einen ganz anderen Reiz ausgemacht hat als Oberliga. Und das ist jetzt das Gleiche, nur nochmal in deutlich größer für mich. So, das ist gar nicht, dass ich da irgendwie irgendeinen Plan oder irgendwas Langfristiges verfolge, sondern einfach, ich mache das, worauf ich Bock habe jetzt im Moment und das versuche ich so gut wie möglich zu machen und dann schaut man mal, was passiert. Findest du es okay, wenn man dich als Spätstarter bezeichnet, weil du erst mit 25 diesen Sprung geschafft hast? Ja, muss man ja wahrscheinlich per Definition, gibt es ja wahrscheinlich keinen, also Paradebeispiel dafür wahrscheinlich. Aber es ist okay für dich, also wenn man das so sagt, ja? Klar, ist ja so. Ich hätte mir ja auch, vorher noch ein bisschen mehr Gas geben können, dann wäre ich ganz normal in Anführungszeichen gestartet. Nee, Quatsch. Also ich habe jetzt ein paar Oberliga-Saisons drin, dann jetzt drei Regionalliga-Saisons, eine mit Sprockhövel, zwei mit Fortuna hier. Und wenn man dann mit 25 das erste Profispiel macht, dann ist es natürlich vom Ablauf her schon verhältnismäßig spät. So, weil in der Regel dann die Jungs, die kommen, Schinter, weiß ich nicht, wie alt er war, als er das erste Spiel hier gemacht hat, aber das war ja da schon deutlich früher und das ist ja auch der in Anführungszeichen normale Weg. Aber du bist ja trotzdem so ein bisschen auch ein Beispiel dafür, dass man es auch schaffen kann, auch heute noch schaffen kann, Profi zu werden, ohne dass man sämtliche NLZs durchläuft. Hast du gerade schon mal angedeutet, du hast in der Jugend in Sprockhövel gespielt. Hast du eine Erklärung dafür, warum du den Scouts von den großen Vereinen mal so ein bisschen durchgerutscht bist? Boah, ich weiß, dass ich bis zur U17 immer einer der kleinsten bei mir in der Mannschaft war und körperlich da auch auf jeden Fall große Defizite hatte. Ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Grund war. Aber es war dann einfach so. Es war aber auch, wie gesagt, damals gar kein Problem für mich, weil ich auch da, ich hatte da Bock drauf, es hat Spaß gemacht. Man hat natürlich keinen NLZ irgendwie von innen mal gesehen. Wir haben ab und zu mal gegen Schalke, Bochum, weil das ja bei uns in der Nähe dann war, mal gespielt. Und dann war man auch immer richtig heiß, weil man ja gegen die NLZ-Mannschaften dann besonders gut aussehen wollte, weil man ja zeigen wollte, ey, nur weil ihr da so ein geiles NLZ stehen habt, macht ihr auch nichts anderes als wir. Und dann habt ihr euch geschlagen gegen die? Ja, eigentlich immer ganz gut. Wir haben im Westfalenpokal so ein paar Runden gehabt, da sind wir dann zwar immer ausgeschieden, aber war dann auch, ich glaube, zweimal in der Verlängerung, dass man gegen Schalke irgendwie 2-1 knapp verloren hat und war dann für uns auch immer ein Highlight. Aber man wollte es denen schon zeigen, ja? Klar, das auf jeden Fall.
Du sagst, du hast ja dann mit Sporkhövel auch sehr jung schon Regionalliga gespielt, bist mit denen dann abgestiegen, ne, wieder in die Oberliga. Trotz alledem, dieses eine Jahr Regionalliga, wie schnell wird man da als Spieler erwachsen? Weil das ist ja schon ein ziemliches Stahlbad, ne, die Regionalliga, da geht es ja schon zur Sache. Ne? Ja, wir haben das Glück ja gehabt, dass wir einen Trainer damals hatten, mit Andreas Baleika, der mit uns in der Jugend schon angefangen hat. Ich habe den das erste Mal als meinen Trainer gehabt in der U15 und dann jedes zweite Jahr, weil er mit dem Jahrgang über mir immer mitgegangen ist. Und dann in der U19 hatten wir ihn 2 Jahre und der wusste schon, was danach kommt. Für uns so Oberliga und auch dann, gut, Regionalliga hat keiner mit geplant, aber dass dann Männerfußball ist. Dann hat es in der U19 schon gut darauf vorbereitet, sodass wir dann nicht so jugendtypisch gespielt haben, sondern schon ja, ein bisschen rustikaler, irgendwie auch nicht so richtig schön anzusehen immer, aber halt so wie das, was nachher auf uns zukam, wenn man in der Oberliga dann irgendwo Ostwestfalen auf den schwierigen Plätzen auf Rasen spielen muss. Das kam uns dann zugute, sodass das für uns nicht so eine Riesenumstellung war. Und dann sind wir auch mit 12, 13 Jungs aus der U19 dann in die Oberliga hoch, haben da... War es aber ungewöhnlich so viel, oder? Ja, es war halt da einfach gegeben durch die Situation mit dem Trainer, dass der uns die ganze Zeit immer so rangeführt hat. Wir sind mit der U19 2 Jahre komplett marschiert, weil wir da erst in der Landesliga Meister geworden sind, danach in der Westfalenliga Meister geworden sind, also in der Bundesliga aufgestiegen sind. Dann sind wir da alle raus und dann aus der Oberliga in der Regionalliga. Heißt, wir sind mit der Mannschaft und mit dem Trainer 3 Jahre in Folge, egal wo wir gespielt haben, immer aufgestiegen. War da ein bisschen hart in der Regionalliga, weil man sich dann schnell dran gewöhnen musste, okay, das ist hier nochmal was ganz anderes. Und dann hat man auch häufiger mal Spiele verloren. Das muss man auch lernen, ne? Ja, war dann auch nicht immer alles so toll dann. Riesenstadion natürlich, war immer eine Erfahrung, die wir auch alle gerne gemacht haben. Man hätte natürlich sportlich auch gerne noch ein bisschen mehr gepunktet, aber... Wie du schon sagst, also für die einzelne Entwicklung von jedem Einzelnen bei uns war es, glaube ich, super, weil du die Chance als 19-, 20-Jähriger 33-, 34 Regionalligaspiele zu machen, hast du auch nicht immer. Und die hatten einige bei uns einfach, weil der Verein mit uns komplett hochgegangen ist und gesagt hat, okay, wir machen das so mit den Jungs, die wir hier haben. Und wenn das klappt, klappt es. Und wenn nicht, gehen wir wieder runter und spielen in der Oberliga. Das war schon eine super Situation für alle. Du hast eben gesagt, du hast das gemacht, wo du einfach Spaß dran hattest und hast einfach Fußball gekickt und hast dir nicht großen Kopf um alle möglichen Sachen gemacht. Hattest du eigentlich als Heranwachsender nie den Traum, Profifußballer war das, hat das gar keine große Rolle in deinem Kopf gespielt? Ich glaube, als wenn man so klein ist oder als Jugendlicher, dann glaube ich schon irgendwie, dass man das immer irgendwie vor Augen hat, wenn man so anfängt mit Fußball. Man macht das ja, man fängt ja an mit Fußball, weil man den Großen im Fernsehen zuguckt und das dann toll findet, aber wenn man nie so ein NLZ von innen gesehen hat und so der idealtypische Weg ja eigentlich immer ist, NLZ und dann da bleiben und dann in die erste irgendwie hoch. Und wenn man das nie von innen gesehen hat, dann ist man auch gar nicht so nah dran, so am Profifußball. Man guckt das dann zu und man hat dann die, also bis vor 3 Jahren hatte ich ja nur Fanperspektive. Habe ich ja nur von außen drauf geguckt und dann ist man auch gar nicht so richtig in der Situation, dass man sich damit so befasst, ernst zu nehmen, dass man sagt, okay, das will ich mal irgendwann erreichen. Und das war, wie ich gerade schon gesagt habe, für mich als Jugendspieler in Sporkhövel haben wir da gesessen, haben uns die Spiele angeguckt, haben gesagt, boah, wäre richtig geil, wenn wir mal Oberliga spielen. Und dann sind wir irgendwie in die Regionalliga reingerutscht. Und danach, nach dem Abstieg, habe ich gedacht, okay, ich muss irgendwie nochmal Regionalliga spielen, weil das war in Essen, in Oberhausen, in Münster eine richtig geile Erfahrung, das will ich nochmal haben. Also ganz groß gedacht habe ich da eigentlich selten. War das der Grund dann auch? Also du hast ja dann, glaube ich, 2 Jahre noch Oberliga gespielt mit Sporkhövel, ne? Und dann kam der Wechsel zur Fortuna 2. War das der ausschlaggebende Grund, weil du gesagt hast, ich will nochmal Regionalliga, ich will das nochmal haben, vor Fans zu spielen? Oder hat es auch schon eine kleine Rolle irgendwo in deinem Kopf gespielt, wenn ich da zu der zweiten gehe und ich mache es da gut, vielleicht geht da doch nochmal eine Tür auf? Was, selbst das hatte ich nicht, ne. Ich habe wirklich, also ich war sehr froh, dass das so geklappt hat. War auch relativ spät, also zwei Wochen vor Saisonende war, glaube ich, da der erste Kontakt. Und ich hatte da auch riesen Glück mit meinem Verein, weil ich da auch schon über 10 Jahre gespielt habe vorher, dass ich mit denen immer gesagt habe, okay, oder mit denen offen gesprochen habe, ich will nochmal Regionalliga spielen. Für einen anderen Oberligisten gehe ich hier nicht weg, auch wenn ich woanders wahrscheinlich mehr Geld kriege als hier. Mir passt das hier alles, ich kenne die Leute, ich finde den Verein super und habe da auch in der Jugend mit anderen Mitspielern noch Jugendmannschaften trainiert und sowas. Hat so davon gelebt, von der Gemeinschaft und habe gesagt, okay, für die gleiche Liga gehe ich hier nicht weg. Und die haben dann auch gesagt, ja, ist alles gut, guck, was, wenn es Regionalliga irgendwo möglich ist für dich, dann gar kein Thema, dann mach. Und deswegen hatte ich da auch gar keinen Druck mit denen. Und da war es wirklich so der einzige Gedanke, ey, ich muss irgendwie nochmal in die Regionalliga, weil ich will nochmal vor Leuten spielen. So.
Da war also der, vor mehr als in der Oberliga, da kommen zwar auch ein paar, aber das ist ja kein Vergleich. Ne? Nein, es ist inzwischen jetzt auch ein bisschen mehr geworden, auch in der Oberliga, aber es war halt, wir haben halt damals so dann vor 400, 500 Leuten gespielt und wenn man dann in Oberhausen mal 3.000, 4.000 hat oder in Essen 10.000 hat, das ist dann schon was anderes. Aber Anknüpfungspunkt zur Fortuna gab es vorher noch keine bei dir großartig, oder? Nee, nicht wirklich. War dann irgendwie, wie gesagt, so zwei Wochen vor Schluss oder drei Wochen vor Schluss habe ich in der Uni gesessen und einen Anruf gekriegt aufs Handy mit Düsseldorfer Vorwahl. Dann habe ich mich schon gewundert. Irgendwie habe dann mal zurückgerufen und dann war der Frank Schäfer dran und dann haben wir uns auch relativ schnell, weil war ja auch kurz vor Saisonende, relativ schnell zusammengesetzt und dann hat es nicht lange gedauert. Ich glaube, eine Woche später war das Ding schon durch, dass wir gesagt haben, eben machen wir. Ja. Als ob wir es geskriptet hätten, hast du gerade gesagt, du hast an der Uni gesessen, weil ich wollte jetzt gerade darauf hinkommen, dass du, als ob du meine Fragen hier lesen würdest, dass du mit einem Lehramtsstudium angefangen hast. Mhm. Ne? Ruht das derzeit? Oder, also du hast wahrscheinlich jetzt eben nicht die Zeit, da irgendwie was noch weiter zu machen. Nee, gerade, das ne? Gute ist, ich muss auch eigentlich nicht, weil ich habe alle Kurse tatsächlich fertig bekommen. Da hatte ich jetzt war ich einer der wenigen, glaube ich, der durch diese Corona-Geschichte ein bisschen profitiert hat, weil das dann alles von zu Hause aus war. Und dann habe ich häufiger mal hier vor dem Training in der Kabine gesessen mit dem Laptop und habe da irgendwie WLAN überbrückt und habe mich dann in die Kurse eingewählt, weil das dann alles online stattgefunden hat. Das hat mir dann so geholfen, dass ich die letzten Kurse, die ich machen musste, noch alle absolvieren konnte und habe jetzt alles fertig, Bachelorarbeit und ein Praktikum liegt noch rum. Aber das wird man jetzt auch irgendwie hinkriegen. Wenn also Bachelorarbeit musst du noch schreiben? Genau, die muss ich, also das ist das Letzte, was ich machen muss. Ich muss nicht mehr in die Uni, würde ich jetzt auch so nicht schaffen, weil man ja, wenn man für ein Semester sich einschreibt und die Kurse wählt, dann ändern die Trainingszeiten, dann ist freitags mal ein Spiel und dann ändert sich der ganze Rhythmus. Da ist ja nicht verlässlich, dass ich da zu den Terminen immer dann anwesend sein kann. Deswegen ist das schwierig, aber ich gehe davon aus, dass ich das zeitnah irgendwie jetzt auch zu Ende bringe, zumindest den ersten Teil. Ja, also das ist nicht abgeschlossen und weggeschoben, sondern das möchtest du schon machen. Nein, auf jeden Fall, das mache ich auf jeden Fall fertig. Ja. Und danach Master? Ist das ein Plan? Ja, das ist ja zum Glück unabhängig voneinander. Ich habe ja den Bachelor dann erstmal fertig und dann kann ich ja auch das Ding erstmal quasi mit der ersten Halbzeit liegen lassen und dann erstmal nur Fußball machen und dann irgendwann hinten ran. Stürzen wir uns in die zweite Hälfte. Dann machen wir den Rest fertig. Welche Fächer? Sport und Deutsch. Ah, okay. Also Sport aus absoluter Überzeugung. Und Deutsch ist ja, dann brauchst du ja ein Kernfach. War dann auch irgendwie naheliegend, weil ich gesagt habe, okay, das ist mir nie schwer gefallen, so Deutsch, also Gedichtsanalyse ab und zu ein bisschen auf Kriegsfuß mit gewesen, aber ansonsten ging es eigentlich. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder das oder Englisch. Englisch hätte man ein halbes Jahr ins Ausland gemusst und da habe ich mir dann schon gedacht, okay, wenn ich hier irgendwo Fußball spiele, egal wo das ist, es war zum damaligen Zeitpunkt Oberliga, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich in einer Mannschaft bin, dann gehe ich nicht ein halbes Jahr irgendwo anders hin und ziehe mich da komplett raus, sondern dann mache ich das auch richtig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist die Wahl auf Deutsch gefallen, weil ich da die ganze Zeit hierbleiben kann. Gedichtsanalyse, ich erinnere mich. Ja, das war nicht immer, der Oberstufe. Da ja, das war nicht immer so toll, aber. Ja. Aber das ist ja auch schwer, weil im Grunde kannst du ja alles Mögliche da rein interpretieren und wenn dann der Lehrer das halt so komplett anders sieht, dann hast du natürlich ein Problem. Ja, es war auch häufiger mal, dass meine eigene Meinung dann falsch war. Also das habe ich auch, musste ich auch zwei, dreimal lesen, weil als das irgendwann mal drunter stand, weil ich gedacht habe, okay, eigene Meinung kann ich ja nichts falsch machen, aber ja, selbst da. Du hast gesagt, ein Praktikum fehlt noch. Hast du da die Möglichkeit, das dann so in der Sommerpause eventuell mal so zu machen? Ich habe jetzt überlegt, wenn dieses Jahr die WM im Winter ist, entweder da oder halt dann im Sommer, in der Sommerpause, ist, passt dann eigentlich ganz gut rein. Ich habe tatsächlich auch angefangen, damals Lehramtsstudium, bei mir war es Sport und Geschichte. Ja. Mich hat dann damals so diese ganze theoretische Sache bei der Ausbildung hat mich dann abgeschreckt, weswegen ich das dann auch zur Seite geschoben habe. Das schreckt dich gar nicht? Nee, also noch nicht. Wie gesagt, den ersten Teil habe ich jetzt durch. Ich glaube, dass jetzt der Teil mit dem Masterstudium, glaube ich, viel praxisnäher ist, weil man da viel mehr, also weniger Klausuren hat, aber mehr Kurse und mehr Unterrichtsplanungen oder Unterrichtsentwürfe, die man da irgendwie vorstellt und auch irgendwie durchführt. Ich glaube, dass das dann noch angenehmer wird, aber jetzt die ersten Sachen, so theoretischen Sachen, die waren okay. Also selbst bei Sport waren so ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, boah, Bewegungswissenschaft, so biomechanische Prinzipien und dann relativ viel Mathe drin, habe ich schon ein bisschen was für tun müssen. Hat auch nicht im ersten Versuch gereicht. Ist es auch immer noch so, dass man sämtliche Muskulatur im Körper und so kennen muss? Ist immer noch so. Für Sportmedizin,
Da hat es super geklappt, direkt im ersten Versuch das Ding bestanden. Aber das schaffen nicht viele. Ja, und da habe ich aber auch gesessen und alles durchgegangen, immer während einer Autofahrt immer so am Körper rumgeguckt, okay, da fängt an, da Ursprung und Funktion, das war schon ein ordentliches Stück, aber hat dann auch gereicht. Man wird ja irgendwie kriegt man das im Kopf, die Idee, Lehrer zu werden, weil man selber einen guten Lehrer irgendwo hatte. War das bei dir auch so, dass du da irgendwie so ein Vorbild hattest und auch so eine Idee, was du für einen Lehrer werden möchtest? Auch so eine Idee, welche Art Lehrer ich werden möchte, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das entwickelt sich ja irgendwie, wenn man in der Klasse steht, dann ist man einfach so, wie man normal auch ist. Ich glaube, wenn man da irgendwie was anfängt vorzuspielen, das ist immer schwierig, weil die Schüler merken das ja auch relativ schnell, okay, macht er das, inszeniert er hier was oder ist er so? Und dann ist es, glaube ich, am besten, wenn man einfach so ist, wie man ist. Ja, Lehrer hatte ich bei mir an der Schule einige, für die es sich gelohnt hätte, auch Lehramt zu studieren oder die da als Vorbild hätten herhalten können. War jetzt nicht so bewusst die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ey, die sind so toll, deswegen mache ich das. War aber schon so, dass man an denen gesehen hat, okay, Lehramt oder Lehrer sein kann schon cool sein, wenn es dann so ist wie als Schüler quasi. Also man hat natürlich mehr Verantwortung und es ist auch was anderes natürlich, wenn man als Lehrer damit in einer anderen Position da ankommt und immer alles vorbereiten muss und Nachbereitung, Klausuren stellen. Aber am Ende, ich habe das auch bei meinem Praktikum gemerkt, finde ich das cool, wenn man natürlich sein Ding machen muss, wenn man vor der Klasse steht, aber danach gemeinsam ins Lehrerzimmer kommt. Da haben alle die gleichen Schwierigkeiten, die gleichen Herausforderungen gerade. Und dann tauscht man sich da aus und hat dann auch wieder so ein ähnliches Gefühl wie in der Schule als Schüler. Also man kommt da hin, sieht seine Leute und freundet sich damit Leuten an, sieht die dann jeden Tag während der Arbeitszeit. Das ist natürlich dann auch irgendwo Luxus, wenn man da Leute hat, mit denen man sich gut versteht. So, dieses Ganze hat mich dann dort schon dazu bewegt, dann Lehramt zu studieren. Kommen wir mal zurück zur zweiten. 2020 bist du da Kapitän geworden und hast mit Olli Fink zusammen gespielt. Hat er dir eigentlich irgendwelche Tipps geben oder hast du dir Tipps geholt, was so Mannschaftsführung angeht? Boah, nee, das ist gar nicht so bewusst. Also wir haben natürlich dann zwischendurch mal gesprochen, aber es war jetzt auch nicht so, dass Finko da mit seinem Wissen und mit allem, was er miterlebt hat, da hausieren gegangen so ist und rumgegangen ist. So, nein, der so ist, hat ne? sich, also viele würden wahrscheinlich sagen, fast schon entschuldigt dafür, dass er das alles erlebt hat, was er erlebt hat. Der hat dann natürlich dann, wenn man mit ihm gesprochen hat, immer was gesagt. Und da ist natürlich auch vieles bei, wo man sagen kann, ey, weil er auch ein super Typ mal vom Fußball abgesehen ist, wo man vieles oder fast alles sich abschauen kann. Ich weiß noch, wir haben mit einer der ersten Trainingseinheiten in der Sommervorbereitung im Paul-Jahn-Stadion gemacht. War unfassbar warm, wir mussten Runden laufen. Und dann ist Finko ganz außen den weitesten Weg gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ey, das können wir nicht, also es geht ja nicht. Also wir haben versucht, den wieder in die Mitte zu drängen, aber hat nicht geklappt. Der ist dann... Also immer wieder dann nochmal extra mehr und mehr und also ist schon, ohne dass er was erzählt hat, immer vorangegangen. So das mit dem Sprechen war natürlich auch ein Teil, den er da übernommen hat und hat dann in den entscheidenden Momenten dann auch viel gesagt, aber es war mehr, dass er aktiv was vorgelebt hat und gar nicht so viel als Lautsprecher da irgendwie fungiert hat. Er hat eine Frage an dich. Oh, jetzt geht's nämlich los mit dem, was wir sozusagen als Premiere haben hier in dem Podcast. Pass auf, ich spiele dir das mal ab. Hey Tim, hier ist Olli Fink. Eigentlich gibt es keine Frage, die Olli Bent nicht schon gestellt hat, die mich interessieren würde, aber eine brennt mir dann doch auf der Zunge. Wo zum Geier kommen deine Waden her? Das möchte Olli Fink wissen. Wo zum Geier kommen deine Waden her? Ja, das weiß ich auch nicht. Das war schon immer so. Das war auch jetzt Running Gag letztes Mal, glaube ich, weil er auch der ein oder andere aus der Presse mal ein Foto zugemacht hat in einer Fotoserie, musste ich mir zu Hause auch ein bisschen was anhören, weil eher Fotos von den Waden gemacht wurden als vom Rest des Körpers. Ja, alles klar, danke, aber nee, immer so gewesen, wie es jetzt ist. Die waren schon immer ordentlich austrainiert. Ja, ja. Musste ich zum Glück auch noch nichts für machen. Mir wurde aber auch zugetragen, dass du in der Mannschaft zumindest von einigen den Spitznamen Maschine hast. Ist das auch schon mal, hast du auch schon mal gehört? Ja, ich glaube, aber da haben wir noch einige andere, die da auf denselben Namen hören. Ja. Ihr habt ein paar, die so richtige Fitnessfreaks sind. Ja, würdest du dich als Fitnessfreak überhaupt bezeichnen? Oder ist das zu viel? Ja, ich weiß es nicht. Ich mache viel Sport, viele verschiedene Sachen. Was machst du denn alles so? Erzähl mal.
Jetzt letzte Woche waren wir mit dem Rennrad unterwegs ein bisschen. Dann gehen wir eigentlich relativ oft Paddle-Tennis spielen. Ah, das ist auch cool, ne? Ja, dann ganz viel. Aber anstrengend, Alter. Ja, aber so gut sind wir noch nicht. Das ist unser Vorteil noch. Also ich glaube, wenn man richtig gut ist, dann ist es richtig anstrengend. Mhm. Für uns geht das noch einigermaßen. Das ist viel dann noch Ball wieder aufheben und dann rüber. Ja. Und dann viel so im Kraftraum oder mit Freunden dann draußen. Wir haben da so ein bei uns in Essen so ein Outdoor-Parcours, wo du ein bisschen so klettern kannst und Klimmzüge und sowas machen kannst. Also viel aktiv unterwegs oder Spikeball mit den Leuten von der Uni. Also die ganzen Bewegungssachen, die man so an der Uni halt irgendwie mit auf den Weg kriegt, ist immer dabei geblieben. Ja. Hast du denn für dich auch früh schon gemerkt, dass so ein Gym von innen für dich auch gut ist? Also dass dir das auch gut tut? Ich habe spät angefangen tatsächlich. Ich habe die nach dem Regionalliga-Abstieg erst damit angefangen. Ah, also relativ spät. Da warst du ja dann auch schon 19, 20? Ja, ja. Das erste Mal so ein Gym von innen gesehen, weil ich immer gesagt habe, okay, bevor ich da hingehe, muss ich ein bisschen Vorarbeit zu Hause leisten, damit ich mich da nicht so ganz blamier. Da bin ich dann irgendwann aber über meinen Schatten gesprungen. Da haben die anderen Jungs mich da mitgenommen und dann hat man das auch so 3-4 Mal die Woche dann gemacht. Und hat einem auf jeden Fall nicht geschadet. Du bist dann im August 21 im Pokal. Erstmals für die erste zum Einsatz kommen, da waren es noch ein paar Minuten, glaube ich, nur. Ne? Halbzeit. Naja, gut, doch mehr als ein paar Minuten, genau, ja. Das stimmt. Und kurz danach hast du dann auch in der Liga schon das erste Mal gespielt. Ab wann würdest du sagen, hast du dich dann auch als Profi oder als Teil dieser Profimannschaft gefühlt? Da schon? Oder erst, du hast dann, glaube ich, im Dezember dann auch den Profivertrag unterschrieben? Oder kam dieses Gefühl erst mit dem Moment, wo du das unterschrieben hast? Ich glaube, sogar noch später irgendwie. Ja. Also man hatte schon das Gefühl, dass man gut aufgenommen ist, aber es war ja die ganze Zeit, also bis zu dem Moment, wo ich dann hier einen Profivertrag unterschrieben habe, so, okay, der hat einen U23-Vertrag, der ist Kapitän von der U23-Mannschaft, der ist so lange hier, wie wir ihn brauchen. Und dann kann es auch unter Umständen sein, dass es wieder runtergeht. Also es war so, wie gesagt, okay, wir machen das so lange, wie es funktioniert. Und hat dann relativ lange funktioniert. Zwischendurch mal ein paar Spiele dann auch wieder unten gemacht. So dass man so ein bisschen dazwischen geschwommen ist. Also man hat sich sowohl in der U23 als auch oben jetzt bei den Profis super aufgehoben gefühlt. Also die haben einem auch nie das Gefühl gegeben, dass man nicht Teil davon ist. Aber wenn man so ein bisschen dazwischen schwimmt, ist natürlich auch nicht immer einfach, sich dann komplett zugehörig dazu fühlen, weil man kommt zur U23 dann runter, ist am Wochenende dann Kapitän und hat so gar nicht das Gefühl, dass man weiß, okay, ich weiß gerade, was bei denen abgeht, weil man unter der Woche nicht im Training war. Ich kann denen sagen, okay, lass uns hier Gas geben und das Spiel gewinnen. Ich weiß aber gar nicht, was der eine oder andere gerade für Probleme oder Herausforderungen irgendwie hat. Das ist nicht einfach, ne? Nee, das ist nicht so einfach. Die Jungs unten, also ein paar kannte ich ja zum Glück noch, haben es aber auch wirklich einfach gemacht. Also sofort einen mit reingenommen und waren auch froh, dass man dann da ist und dass man das gemeinsam dann gelöst hat. Ist natürlich nicht so eine einfache Situation, aber auch für die Jungs unten nicht, wenn die ganze Woche trainieren und man dann am Wochenende runterkommt und man verdrängt ja auch immer irgendwie einen. Man kommt ja dann doch mit dem Gefühl hin, okay, ich habe die ganze Woche nicht bei euch trainiert, ich habe zwar trainiert, aber nicht bei euch, komm runter und dafür sitzen andere. Also es ist nicht immer ganz einfach. Ist, glaube ich, bei einem Verein, wo du eine erste Mannschaft und U23 hast, dann zwangsläufig so, das ist ja der normale Lauf der Dinge, ist ja auch bei anderen Mannschaften so oder anderen Vereinen so, aber ist jetzt nicht unbedingt immer so einfach. Glaube aber, dass wir das auch super hingekriegt haben, aber so richtig Teil von dem Ganzen, wahrscheinlich erst nachdem der Profivertrag unterschrieben war, weil man dann so gesagt hat, okay, jetzt bin ich auch vom Papier her da, wo ich jetzt hier rumlaufe. Und ich glaube, den größten Wechsel, so was das Gedankliche angeht, kam jetzt über die Sommerpause irgendwie. Weil man jetzt so, die erste Saison war ja so, irgendwie hat so schleppend angefangen. Also für mich im November, glaube ich, das erste, oder im Oktober, ich weiß gar nicht, das erste Mal gespielt, dann da reingerutscht und war ja keine ganze Saison, keine Vorbereitung, wo man von Tag 1 Teil der Mannschaft war, sondern man ist so, ja, wir nehmen den mit zum Auffüllen und dann hat sich das so langsam entwickelt, sodass jetzt ja die erste Saison ist, wo man von Anfang an Teil davon ist und auch von Anfang an Teil davon ist, was wir haben. Was wir vorhaben, wie wir es machen wollen. Und wurde ich also wirklich auch als 100%iger Bestandteil der Mannschaft? Ja, das war vorher schon so, aber das war immer noch so ein bisschen, okay, ich bin schleichend reingekommen, ich muss jetzt gucken, dass ich die Abläufe hier alle verinnerliche und weiß genau, okay, das machen wir so und die ganzen Basics reinkriege. Und dann glaube ich, dass der größte Wechsel so jetzt im Sommer kam, so nach der Saison, wo man dann gemerkt hat, okay, ich habe das jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr mitgemacht, bin Teil der Mannschaft, aber so dieses richtig... okay, wir fangen jetzt die Saison mal bei Null ein und man ist von Tag 1 fester Bestandteil. Das war ja jetzt das erste Mal. Das war, glaube ich, so der größte Switch irgendwie.
wenn man sich so nach Fortuna-Spielen mit Freunden unterhält und dann so bespricht so, na, wer hat denn heute gut gespielt? Dann zählt man so Spieler auf und irgendwann landet man dann bei dir und sagt sich so, ja, stimmt, war unauffällig, hat aber ein gutes Spiel gemacht. Das hörst du das öfters? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie passt das auf dich. Ja, kann gut sein. Zu Hause reden wir relativ wenig über Fußball. Zumindest nicht direkt, wenn man nach dem Spiel nach Hause kommt. So, weil wenn es gut gelaufen ist, dann schon eher. Wenn es mal zwischendurch nicht so pralle war, dann ist man auch froh, wenn man nach Hause kommt. Okay, und dann ist nicht das Erste, was ist mit, okay, wie habt ihr gespielt und wie war das und wie war das? Das ist meistens bin ich auch sehr, sehr kurz angebunden an, ja. Und wie war das Spiel? Ja, na, frisst dich das schon dann an? Ja, also nervt total. Dauert auch immer so ein, zwei Tage, bis man das so wieder weg hat. Meistens hier bis zur Videoanalyse, wenn man nochmal alles sich angeguckt hat und alles durchgesprochen hat und sich dann überlegt hat, okay, das machen wir fürs nächste Spiel besser. Aber ich habe auch dann wenig Lust, das alles nochmal durchzugehen. Ich mache mir lieber so mein eigenes Bild dann nochmal und lasse es erstmal für mich sacken, bevor ich irgendwas mit anderen Leuten bespreche. Aber kannst du gut damit leben, wenn man sagt, der Tim ist ein unauffälliger Spieler, aber der macht seinen Job irgendwie immer? Ich glaube, dass ich das sowieso in vielen Bereichen immer so gemacht habe. Jetzt nie so, wenn irgendwas war, nicht nach vorne gerannt und gesagt, ich will, sondern immer erstmal so ein bisschen alles vorschriftsmäßig in Anführungszeichen gemacht. Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein bisschen unauffälliger oder macht das ordentlich, dann ist das ja erstmal nichts Negatives. Ist für einen Verteidiger vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn er nicht so richtig auffällig ist. Jetzt außen, stimmt, ja. Außen kann es natürlich noch ein bisschen gerne ein bisschen offensiver sein, was so Auffälligkeiten angeht. Aber ansonsten würde ich eher sagen, wenn es für einen Verteidiger nachher heißt, er hat es gut gemacht, aber unauffällig, dann ist das für einen Verteidiger, glaube ich, ganz okay. Musst du das auch ein bisschen lernen, dieses als Außenverteidiger dann eben auch in diese Offensivaktionen reinzugehen? Ich habe das in Sprockhövel schon früher gespielt, die meiste Zeit eigentlich. Also richtig Innenverteidiger habe ich erst hier gespielt in der U23 und die Saison vorher bin ich in Sprockhövel auch so ein bisschen rumgesprungen, mal Außenverteidiger, mal Sechser, Innenverteidiger, immer so ein bisschen da, wo gerade irgendwie das am meisten Sinn gemacht hat für das Spiel. So dass die Position jetzt nicht komplett neu für mich ist, aber es ist halt, wenn man jetzt die letzten 3 Jahre nur Innenverteidiger gespielt hat, schon mal eine Umstellung dann auf Außen, wobei ich glaube, dass das jetzt so mit der Zeit auch, was nach vorne angeht, besser geworden ist. Ist viel Timing auch, glaube ich. Ne? Man muss ja das im entscheidenden Moment halt machen. Ne? Das ist ja anders als Innenverteidiger, sag ich mal, wo du dich ja selten in die Angriffe vorne einschaltest. Also eigentlich ja im Grunde fast nur bei Standardsituationen, dass du wirklich nach vorne gehst. Und da musst du ja dann irgendwie ein Gespür dafür entwickeln, wann ist der richtige Moment, das zu machen, ohne das halt komplett zu entblößen. Ja, genau. Es ist so ein bisschen, dass man da mal gucken muss, in welchen Momenten macht es jetzt Sinn, mal mitzulaufen und in welchen nicht. Und das sind so Sachen, die kommen, glaube ich, nur mit Spielminuten irgendwie auf der Position, weil die Situationen, die dann ja auftreten, die ähneln sich ja auch. Ist ja klar, jede irgendwie auch wieder anders und so eine Szene wie im letzten Spiel wird es wahrscheinlich in keinem anderen Spiel wiedergeben. Aber grundsätzlich sind es ja manchmal Situationen, die sich dann schon so ähneln, dass man sagen kann, okay, wahrscheinlich macht es jetzt mehr Sinn durchzulaufen und jetzt sichere ich mal lieber ab. Aber das, wie gesagt, glaube ich, dass das so mit der Erfahrung oder mit zunehmender Spieldauer auf einer gewissen Position dann auch irgendwann kommt. Du bist auch kein Lautsprecher auf dem Feld. Also ich habe mich mal versucht zurückzuerinnern, ob ich jemals gesehen habe, dass du großartig rumlamentiert hast oder dich beschwert hast oder sonst irgendwas. Mir ist keine Situation eingefallen. Ist das so gegen deine Natur? Ist das nicht dein Ding? Ja, so ganz lautstark eher nicht. Ich glaube, dass ich schon, wenn mir irgendwas auffällt, dass ich das dann auch sage, aber dann sage ich das ungern über 50 Meter brülle ich da irgendwie was rum und negativ tue ich mich sowieso schwer. Da irgendwie drauf zu hauen, weil ich ja immer der Überzeugung bin, dass keiner irgendwas mit Absicht macht. Und wenn ich dann sage, okay, da passiert irgendwas, wo er selber weiß, okay, das war entweder keine Absicht oder das war jetzt nicht gut, dann weiß er das. Also das setze ich immer voraus, dass die Leute kriegen ja, beim Fußball ist ja schön, wenn du irgendwas schlecht machst, kriegst du ja direkt das Feedback. Wenn ich einen Pass jetzt schlecht spiele, dann sehe ich ja, wie der beim Mitspieler eben nicht ankommt und weiß dann, okay, das war schlecht. Dann brauche ich jetzt nicht noch hinterherbrüllen und dem irgendwas Schlechtes mit auf den Weg geben, damit er für die nächste Aktion noch schlechteres Gefühl als ohnehin schon durch seine Aktion hat. Deswegen mich so mit Meckern und so halte ich mich dann doch eher mal zurück. Aber auch Kommunikation mit Schiedsrichtern habe ich noch dich nie so wahrgenommen, dass du da wirklich hingehst. Dann ist gut. Das ist auch besser geworden. Das war auch, aber früher mal anders. Das war auch nicht immer so. Jetzt mit zunehmender Höhe, was die Liga angeht, kann man mit denen auch
auch mehr reden. Ach, ist das so, ja? Vom Gefühl her schon, ja. Ist die Kommunikation da besser als in der Oberliga, sage ich jetzt mal zum Beispiel, ja? Ja, das ist also, Oberliga bin ich, glaube ich, häufiger mit dem Schiedsrichter aneinander geraten, aber auch einfach, weil es mir häufig dann auch mit dem Ton nicht gepasst hat. Also wenn ich normal was sage, dann erwarte ich auch, dass es auf einer vernünftigen Art wieder zurückkommt. Das war dann auch nicht immer so gegeben und ich glaube, mit zunehmender Liegenhöhe, dann wird das auch einfacher im Umgang. Ja, okay. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das da schwieriger ist in der Oberliga. Ich hätte gedacht, dass man da vielleicht eher mal auf so einer Kumpelebene dann miteinander redet. Ja, gibt es natürlich, also gibt ja immer, kann man nie verallgemeinern sagen, es gibt auch einige, weil man hat ja dann immer wieder die gleichen in der Oberliga gehabt, viele, mit denen man gut klarkam, dann auch, weil man sich Jahr für Jahr oder Woche für Woche immer wieder gesehen hat. Aber ich glaube, dass so der Austausch mit Schiedsrichter dann jetzt hier deutlich, deutlich einfacher und deutlich angenehmer auch ist. Du hast gerade eben ja schon so ein bisschen angedeutet, in Sprockhövel bist du auch gerne mal eingesetzt worden, wo es gerade dann nötig war. Dich so als Allzweckwaffe im Kader auch zu bezeichnen, zumindest mal im defensiven Bereich, findest du das in Ordnung? Kannst du damit leben? Ja, klar. Also ich habe gesagt, ich will möglichst oft und lange immer auf dem Platz stehen. Wo das dann ist mir egal. Und wenn der Trainer sagt, der sieht das auf drei Positionen gegeben als Möglichkeit, dann ist das für mich ja erstmal eine Geschichte, die Wahrscheinlichkeit erhöht und dann kann ich damit sehr gut leben. Glaubst du, dass das vielleicht auch ein Grund gewesen ist, weswegen es ein bisschen gedauert hat, bei dir im Profibereich zu landen, weil du eben kein Spezialist in dem Sinne bist, also weil du eben nicht auf der Sechs nur bist, weil du eben nur ein reiner Innenverteidiger bist, sondern weil du eben so überall eingesetzt werden kannst? Oh, keine Ahnung, das ist schwer zu sagen. Kann auch sein, dass das vielleicht gerade der Grund war, dass man hier landet. Das ist ja immer, ja, stimmt. Kann man hängt, ja immer so von, sehen. Ja. Hängt ja immer von den Leuten ab, die das dann bewerten oder auch irgendwie für ihre Entscheidungen da zur Seite ziehen. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre hier bei der U23 nur Innenverteidiger gespielt, also in dem Sinne ja schon Spezialist für die Position und die anderen beiden dann auch so nebenbei so ein bisschen mitgelernt jetzt in der Vorbereitung und jetzt ja die letzten Spiele auch hinten rechts gespielt, sodass man das jetzt auch nach und nach immer mehr sich so aneignet. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, dass es eigentlich nur ein Vorteil sein kann. Wir haben ja einige Jungs auch bei uns in der Mannschaft, die dann nicht nur auf einer Position in Frage kommen, sondern wo man auch ein bisschen was hin und her schieben kann. Das macht es für uns ja auch besser, weil wir auch flexibler sind. Also was für einen Spieler siehst du dich denn selbst? Ja, also wie gesagt, die letzten Spiele rechts gespielt, Regionalliga nur Innenverteidiger. Ich glaube, dass das so die beiden Hauptpositionen sind. Sechser kann ich mir durchaus auch irgendwie vorstellen. Gerade so ein bisschen den defensiveren Part. Aber auch da, es ist mir gar nicht wichtig, als was ich würde mich jetzt nicht auf irgendeine Position drücken und sagen, okay, ich sehe mich jetzt als Innenverteidiger, sondern ich bin hier als Fußballer in Anführungszeichen angestellt und mache dann das auf der Position, wo es mir gesagt wird. Und wenn ich auf dem Platz stehen darf, macht mir das Spaß und dann habe ich da Bock drauf. So, das ist, da ist mir die Bezeichnung relativ egal. Der Traum eines Trainers. Ja, muss man das so sagen. Wir müssen natürlich auf deine Schwester auch zu sprechen kommen. Bevor ich das mache, lasse ich aber noch jemand zu Wort kommen, nämlich deinen Sitznachbarn in der Kabine. Oh nein. Das ist ja Dennis Borker. Jetzt bin ich gespannt. Und der sagt das hier. Hi Tim, grundsätzlich hoffe ich, dass du bis jetzt im Podcast erstmal ganz gut überstanden hast und die Fragen an dich nicht allzu kritisch waren. Wie du wahrscheinlich schon ahnen kannst, habe ich die glorreiche Aufgabe bekommen, eine Anekdote über dich zu erzählen und dir gegen Ende meiner Audio eine Frage zu stellen. Bei den Anekdoten habe ich mir tatsächlich sehr schwer getan, eine passende zu finden, die man auch an die Öffentlichkeit geben kann. Am Ende des Tages ist es dann eine unvergessene Videoanalyse geworden, bei der du vorher noch zu mir kamst und gesagt hast, ja, kann ich mich ganz entspannt in die letzte Reihe setzen. Manchmal ist gut, wenn man nicht derjenige ist, der angeprangert wird in der Videoanalyse. Und genau in dieser Videoanalyse dann rauskam, dass du am Wochenende dein erstes Zweitligaspiel von Anfang an machen wirst. Den Gesichtsausdruck danach werde ich niemals vergessen. Und meine Frage an dich wäre tatsächlich, wie es jetzt nach dem Sommer ist, wo dann auch ganz Fußball-Deutschland gesehen hat, dass du nicht der technisch begabtere Oberdorf von euch beiden bist. Was guckst du dir da genau ab bei der Lena? Kannst du da vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben? Trainiert ihr da auch mal zusammen oder wie genau läuft das bei euch ab? Grüß mir den Yves. Ciao, ciao. So, jetzt müssen wir ein bisschen einiges aufzuarbeiten. Ja. Fangen wir mit der Anekdote an, die er da angedeutet hat. Ja, es war halt, habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen gehabt, aber ja, ging schon in die Richtung. War noch unterm Christian Preußer. Da war es ja so, die
Spiel am Anfang. Ich habe da zwar gegen Nürnberg gespielt, aber habe dann ja auch erstmal wieder viel in der U23 gespielt. Und dann war es ja, wir haben immer Video, Analyse, Gegnervorbereitung ganz normal gemacht. Und dann hat sich der Trainer auch nicht in die Karten schauen lassen vorher beim Training. So dass wir einfach wieder davon ausgegangen sind, okay, so wie die Woche davor, wir setzen uns da hin und dann sind wir so den Gang lang gegangen. Und meinte ich zu ihm, so wie er sagt, meinte ich zu ihm, ja, ja gut, jetzt Video. Aber wenn man, hat man eigentlich jetzt nicht so viel mit zu tun, ne? Also was soll jetzt kommen? Hingesetzt und dann hat er mir das dann vor versammelter Mannschaft dann offenbart, dass er sich dazu entschieden hat, dass ich den Tag später gegen Karlsruhe von Anfang an spiele. Kam ein bisschen überraschend für mich. Das fand er dann wahrscheinlich lustig, dass ich, weil ich da irgendwie dann drauf reagiert habe, scheinbar. Ich dachte eigentlich, hätte mich mehr unter Kontrolle gehabt, aber anscheinend nicht. Nee, in dem Moment kurz nicht. Ich glaube, er hat mich auch relativ schnell angefangen, also als das Video zu Ende war, dann war auch schon wieder alles okay und dann war das für mich auch kein Problem, dann irgendwie das zu verarbeiten, dass ich am nächsten Tag dann spiele. Okay, und dann hat er ja die Frage, was guckst du dir bei deiner Schwester ab? Wurde ich auch schon das ein oder andere Mal gefragt. Ich habe ja das Glück in dem Fall, dass sie die gleiche Position spielt, sodass man da wirklich ähnliche Situationen hat. Und dann ist es auch egal, ob es jetzt Männer- oder Frauenfußball ist, die Situationen ähneln sich dann ja. Und ich habe jetzt gerade kein Beispiel, wann es das letzte Mal war, aber es ist schon so, wenn man die Spiele sieht und eine Situation hat, okay, die Herausforderung oder das Problem habe ich auch manchmal. Ich kriege den Ball und das Spiel sieht so und so aus. Und man dann sieht, okay, die hat eine gute Lösung dafür gehabt, indem sie, was weiß ich, gemacht hat, nach vorne oder nach hinten einen Schritt gemacht hat oder, keine Ahnung, irgendwie darauf reagiert hat und das hat funktioniert. Dann sind das durchaus Sachen, die, wo man sagt, okay, das kann ich auch mal ausprobieren, ob das bei uns klappt. Weil wenn das dann bei uns klappt, warum soll ich mich nicht da von irgendwie bei oder mir nicht da Lösungen abholen oder Ideen abholen, wie man es auch dann machen kann. Sprecht ihr auch mal über so spezielle Situationen, wenn dir mal was aufgefallen ist, dass ihr dann darüber genau gezielt nochmal sprecht? Auch eigentlich wenig. Also wir sind beide davon überzeugt, dass wir im Verein jeweils dann so gut aufgestellt sind auf den Positionen, dass die uns das schon sagen, so dass es wenig in so eine Analyse reingeht, wenn wir irgendwie gespielt haben. Also wir versuchen schon beide von dem jeweils anderen dann möglichst viele Spiele zu sehen. Klappt live selten, weil einfach dadurch, dass wir dann beide am Wochenende unterwegs sind, es dann irgendwie schwierig wird, dann muss schon bei uns irgendwie mal Länderspielpause sein oder bei denen irgendwie mal ein spielfreies Wochenende sein. Aber ansonsten verfolgt man es irgendwie im Fernsehen, ist auch gut möglich. Aber es ist dann nie so, dass man danach sagt, okay, 72. Minute hättest du vielleicht besser den Ball mit links oder was weiß ich was gemacht. Da ist schon dann, dass man sagt, ja, hast du gut gemacht und Glückwunsch, dass ihr gewonnen habt. Und dann war es das auch, da wird nicht irgendwie ins Detail gegangen. Sie hat ja eine sensationelle EM gespielt, also ja. Das muss man ja ganz klar so sagen, ist ja auch als beste Nachwuchsspielerin da gekürt worden und hat jetzt sogar die Chance, also europäische Fußballerin des Jahres zu werden. Ja. Platzt man da nicht vor Stolz auch als großer Bruder? Ja, macht einen natürlich sehr, sehr stolz. Also ging jetzt nach der EM auch relativ schnell, dass es da nach und nach irgendwie so von den, erst war sie irgendwie nominiert für Top 20 und jetzt Top 3, sodass ich gar nicht hinterherkommen. Ich glaube, der ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Felix Klaus hat es mir gesagt. Er hat in der Kabine Kicker-App aufgehabt, weil er da so ein paar Sachen nachlesen wollte. Und dann gesagt, sag mal, Top 3? Und ich so, von was? Weil ich war noch nicht am Handy, ich habe es dann gar nicht mitbekommen. Und dann muss man schon gucken, dass man da irgendwie am Ball bleibt und da hinterher bleibt. Und dann habe ich es dann hier in der Kabine erst erfahren, dass sie soweit da schon in diesem Entscheid drin ist. Ja, und dann wird, glaube ich, jetzt am Donnerstag entschieden, glaube ich. Oder wurde vielleicht entschieden, aber wird bekannt gegeben, wie es dann ausgeht. Schauen wir mal. Also könnte sein, dass wir es jetzt schon, ihr oder vielmehr die Hörer jetzt schon wissen, weil das vielleicht dann gerade schon raus ist. Wir werden es sehen. Wir wissen es noch nicht. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Du hast mal die Geschichte erzählt, dass ihr zusammen immer im Garten gekickt habt. Musste sie da sehr leiden? Boah, bestimmt. Ja, mit Sicherheit Situation, ja. Aber so im Großen und Ganzen waren wir, glaube ich, beide froh, dass jemand da war, mit dem wir spielen konnten. Also war auch mit so einer ganz, ganz wilden Aktion zu Hause, weil das bei uns so bergab ging, so abschüssig, haben Mama und Papa mal da Erde rankarren lassen von einem Nachbarn, der einen Bagger hat über die Hecke geworfen, damit wir es so ein bisschen begradigen konnten und dann Rasen drüber gelegt und war schon sehr, sehr gute Voraussetzungen für den Garten. Dann haben wir da auch gefühlt bei jedem Wetter den Platz da, oder den Rasen da zerlegt und
ja, auch viel so, was Bäume und Bepflanzung da angeht, zerlegt. Leiden lassen, ja. Also, nee, aber wie gesagt, wir waren, glaube ich, beide sehr froh, dass wir da jemanden hatten, mit dem wir Fußball spielen konnten. Julia, also unsere Schwester, war ja auch immer mit am Start, hat dann auch immer mitgespielt und also waren wir immer mit ein paar Leuten dazu gegangen, Nachbarschafts- oder Klassenkameraden, die in der Nachbarschaft gewohnt haben, auch immer dann da gewesen. Also war schon cool. Meine Schwester ist 4 Jahre jünger, ihr seid 5 Jahre auseinander. Die hat auch immer mitgekickt. Das ist irgendwie auch cool als ja. Bruder, ne? Wenn da so die kleine Schwester mitkickt, das findet man irgendwie cool. Ne? Ja, am Anfang war noch ein bisschen schwierig, weil man so, als sie ganz klein war, war es dann immer so, sie wollte schon immer. Aber ist dann ja irgendwo auch, ja, da muss man ja auch ein bisschen aufpassen. Ja, so, weil, genau. Also es geht ja dann nicht nur darum, dass es dann für den einen oder anderen Älteren keinen Spaß macht, sondern ist ja auch nicht ganz ungefährlich, ja, aber das hat sie sich relativ schnell dann verdient in das Recht, dass er da mitspielen konnte, hat nicht lange gedauert. Ja, war sie so, meine war immer so eine Wadenbeißerin, die hat sich immer über alles reingebissen. Ja, hat sie auch, also hat sie auch immer versucht, alles möglichst zu kaschieren, da, dass sie da den Altersunterschied hat, auch im Vergleich zu den anderen Leuten, die dann normal noch mitgespielt haben aus der Nachbarschaft, sondern immer Gas gegeben und sich möglichst nichts anmerken lassen, wenn da mal irgendwie was dann doch zu schnell ging oder doch mal irgendwie was wehtat oder so. Ja. Hast du irgendwann gemerkt, boah, die ist wirklich richtig gut, die kleine Schwester, die kann wirklich ihren Weg machen? Ist das so schleichend gekommen? Oder? Ja, es war relativ früh irgendwie klar. Also gut, als sie noch 9, 10 war und mit den Jungs gespielt hat, war es jetzt nicht so, dass man darüber nachgedacht hat, sondern ging es wirklich auch von zu Hause auch immer nur darum, mach das, wenn du Bock hast, und wenn du keinen Bock hast, dann lässt es sein. Also war wirklich nur Spaß im Vordergrund, und dann hat man es, glaube ich, irgendwann gesehen, so wenn es Richtung ein großes Feld geht und dann immer noch mit den Jungs spielen, dass man schon gesehen hat, okay, wenn die hier gegen 16-Jährige keinen Nachteil hat, dann kann schon gut sein, dass es da mal irgendwie weitergeht. Dann war, glaube ich, früh abzusehen, dass es da Richtung Bundesliga mal irgendwie gehen kann. Ging dann ja auch relativ schnell, weil die ja im Frauenbereich keine U19 dann haben, sondern es direkt dann hochgeht. Und dann war ja bei uns SGS Essen in der Nähe, und dann war auch relativ schnell klar, okay, darauf wird es dann höchstwahrscheinlich hinauslaufen, weil Schule muss ja noch fertig gemacht werden. Dann ist das Einzige, was so in der Nähe gerade ist, was so richtig Sinn macht. Ja, und alles andere hat sich ja jetzt relativ schnell entwickelt, so in den letzten Jahren. Wie ist das eigentlich von euren Eltern her? Ist euch das Fußballspielen so ein bisschen auch in die Wiege gelegt worden, oder ist es auch gefördert worden? Also waren deine Eltern auch oder eure Eltern auch im Sport sehr unterwegs? Ja, Mama hat Leichtathletik, Mehrkampf gemacht, also sehr, sehr vielseitig, und hat uns dann auch, weil sie dann über den Leichtathletikverein dann irgendwie so reingerutscht ist, dass sie das Kindertouren gemacht hat. Und dann war es immer so, dass wir vor dem Training schon da mit hin mussten, weil das halt neben dem Sportplatz war, und dann war es halt von der Logistik am sinnvollsten, wenn wir dann schon mitgehen. Heißt, wir sind dann noch 1,5 Stunden in der Turnhalle rumgerannt und haben die Sachen dann auch mitgemacht einfach und möglichst vielfältig irgendwie bewegt, aber auch nicht nach dem Motto, ey, macht das, weil das bringt euch was, sondern ja, wenn ihr Bock habt, macht er mit, und wenn nicht, nicht. Aber dann fängt man natürlich, wenn man eine ganze Halle hat mit allen möglichen Sachen, dann fängt man ja an, alles mitzumachen. Ja, als Kind sowieso so einen unfassbaren Bewegungstrieb. Ja, genau. Dann, ja, und dann haben wir das da gemacht, also vielseitig irgendwelche Sachen mitbekommen. Papa hat dann selber auch Fußball gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da hieß. Verbandsoberliga oder ist ja ein bisschen was her. Da war die Ligenstruktur ja noch ein bisschen aber andere. Aber auch nur relativ hoch. Ist, ne? Glaube ich, irgendwie dritte oder vierte. Ja, ich glaube, vierte Liga war das noch nicht. Also auch Fußball gespielt. Und dann haben die natürlich auch immer einen Riesenaufwand betrieben, um uns dann immer zu den jeweiligen Spielorten dann zu bringen. Weil es war ja dann schon, wenn die eine samstags um 10 gespielt hat und ich habe dann samstags um 3 irgendwo im Sauerland vielleicht mal gespielt, dann war das schon nicht immer einfach, das irgendwie alles so zu drehen, dass es irgendwie passt. Also die waren auch jedes Wochenende unterwegs. Machen sie jetzt auch noch. Also sind dann, wenn Wolfsburg spielt, wenn die auf den Sonntag spielen und wir freitags sind, dann freitags hier und fahren dann nach Wolfsburg. Ach, oder cool, also sie gucken sich eure Spiele immer noch an. Ja, sind sehr viel. Also ich glaube, hier fast jedes Heimspiel überschneidet sich manchmal, und dann fahren sie eher zur Schwester, weil es, glaube ich, auch ein bisschen was anderes ist, weil die ja von der Räumlichkeit dann auch noch weiter weg ist. Ich fahre jetzt so eine halbe Stunde von da, wo ich wohne, und ja, dann bietet sich das Wochenende an, damit die sich dann auch mal sehen. Jetzt haben wir viel über sie gesprochen, und sie hat natürlich auch sich gemeldet. Du hast dir wahrscheinlich schon nichts gesagt. Fast gedacht. Sie hat dir nichts gesagt? Nee, nichts gesagt. Na, guck mal an. Das hat sie gesagt. Hallo, also meine erste Frage wäre, wie oft du deine Schwester eigentlich noch zum Essen einladen musst, weil sie mehr Tore gemacht hat als du. Und die zweite Frage danach wäre natürlich direkt,
wann du deine Ehrenschulden einlösen möchtest. Ja, jetzt war da Butter bei die Fische. Da muss ich, glaube ich, aber auch nochmal nachrechnen. Ich glaube, das sah zwischendurch Anfang letzter Saison gar nicht so schlecht für mich aus. Werde ich nochmal nachrechnen. Wir haben mal, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich weiß nicht, ob das hier angefangen hat, als ich in Düsseldorf war oder schon in Sprockhövel. Ich glaube, es hat in Sprockhövel schon angefangen. Und ging es irgendwie darum, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele jetzt hier die ganze Zeit. Ich muss jetzt auch mal anfangen, irgendwie Tore zu schießen. Habe ich gesagt, hast du, wie sieht's aus, Bock auf eine Wette? Ich sage, wie? Ich sage, ja, ich spiele ja Verteidiger, ist zwar schwierig, aber ich will trotzdem mal, muss mal zusehen, dass ich hier ein paar Tore mache. Und so als Anreiz vielleicht, dass man ein bisschen freudiger in Offensivaktionen kommt. Gesagt, ja, wir machen halt, wer am Ende des Monats am meisten Tore hat oder am Ende von einem halben Jahr, wir haben es jetzt ein bisschen vernachlässigt, weil wir uns dann auch seltener sehen, lädt den anderen zum Essen ein. Und das haben wir dann gemacht. Und dann, weiß ich noch, hat die vorher immer relativ defensiv gespielt in ihren Vereinen oder in ihren Mannschaften, wo die gespielt hat. Und dann ist sie nach vorne gewechselt. Ja, genau. Und dann ist sie nach Essen gekommen und das erste Spiel, was ich gesehen habe, hat die vorne gespielt. Ich habe auch zum Trainer gesagt, sag mal, war so nicht abgesprochen, dann war es für sie deutlich einfacher, weil sie dann halt wirklich ganz vorne war die ganze Zeit. Da habe ich das, waren wir aber auch noch gut hinterher, da haben wir das auch immer fleißig eingelöst. Jetzt in den letzten Jahren ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass sie jetzt in Wolfsburg ist. Also ab und zu sehen wir uns dann doch noch so während der Saison, aber es ist dann schon schwierig. Wie gesagt, muss dann schon bei uns Länderspielpause sein, damit das irgendwie passt, weil sie ja bei ihren Länderspielpausen unterwegs ist. Ja, aber werde ich mich bemühen, das zeitnah einzulösen. Ja, halt das mal nach, ne? Spielschulden sind Ehrenschulden. Ja, das auf jeden Fall. Aber darin ist es jetzt auch noch nicht gescheitert. Meistens scheitert es am Termin, nicht am Willen. Wo geht ihr gerne essen? Gibt es irgendwie so italienisch oder sonst irgendwas? Ja, immer mal gucken. Völlig egal. Ja, das, was gerade, wo wir jetzt gerade dann Bock drauf haben. Also meistens nicht in den gleichen Laden noch ein zweites Mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Wolfsburg sind, ist man natürlich auch ein bisschen limitiert. Und da gibt es nicht so eine große Auswahl. Da ist nicht ganz so viel, was man da machen kann. Ja, aber werden wir was finden. Okay, da sind wir schon fast durch. Mhm. Was würdest du gerne können? Kannst du aber überhaupt nicht. Boah, ich würde gerne irgendein Instrument spielen können. Ja, aber gar nicht, kannst du gar nicht. Nee, gar nichts. Also da bin ich wirklich nichts mit. Wäre es dir auch egal, welches Instrument? Oder gibt es eins, wo du sagst, boah, das wäre schon besonders cool? Boah, ich finde, wenn wir jetzt zum Beispiel bei unseren Auswärtsspielen unterwegs sind und steht so ein Klavier in der Empfangshalle, fände ich, also wäre cool, wenn ich jetzt einfach reingehen könnte und ich würde mich hinsetzen und irgendwas spielen. So, das, Eddie hat konnte das, ne? Ja, genau. Mhm. Der hat das auch mal gemacht. Dann habe ich gedacht, boah, ja, das ist es eigentlich schon. Dann haben wir es manchmal, wir treffen uns mit Freunden manchmal bei denen im Garten und machen so ein Lagerfeuer dann ab und zu am Wochenende, wenn wir mal frei haben. Da wird sich eine Gitarre auch irgendwie gut machen, glaube ich. Da haben wir zum Glück einen, der das dann übernehmen kann. Aber ich dachte, hätte jetzt auch was, wenn man irgendwie was einbringen könnte, aber leider nichts. Okay. Innen oder außen? Oh. Boah. Muss ich erst mal locker machen. Ich überlege es nicht, weil es mir wirklich egal ist. Aber ich habe jetzt die letzten Jahre eher innen gespielt, deswegen sage ich innen. Aber es ist mir wirklich, könnte mir fast nicht egaler sein. Hauptsache spielen. Rhein oder Ruhr? Ach, ich weiß, nochmal gemein hinten raus. Das ist echt gemein. Ich sag Ruhr, der Rhein ist zu gefährlich. Auf der Ruhr legen wir uns manchmal im Sommer mit Schwimmreifen 6 Stunden, lassen uns von der einen Stadt zur nächsten treiben, fahren dann mit dem Auto wieder zum Startpunkt zurück. Deswegen sage ich Ruhr. Ja, das sollte man im Rhein besser nicht machen. Ja, deswegen entscheide ich mich dann für die Ruhr. Bist du schneller in Rotterdam, als du gucken kannst. Tim, danke dir. Das war sehr, sehr, sehr schön und sehr informativ. Danke.